So, mein Lieber. Ich habe schon alles gestartet jetzt hier. In was für Stress, wenn man so nicht so Technik kann, ne? Wie machst du das denn? Hast du auch so eine Maske oder sowas? Oder wie machst du das? Ah ja, okay. Gut, gut. Ja, also du, Jan, wir schauen mal. Wir sind ja alle fleißig, ne? Wir schauen mal, was sich da ergibt, oder? Emma, am Ende sitzen wir noch zusammen und machen eine Schlagersendung. Thank you.
wunderschönen guten Morgen. Ja, und auf der anderen Seite heute am Samstag live in diesem Stream im Lechtermannhaus ein neuer Gast, der heute mit mir gemeinsam durchs Lechterhaus marschieren wird. Jan Kunert. Guten Morgen, lieber Jan in Thüringen. Viele Grüße aus Thüringen. Wunderschönen guten Morgen bei allerbestem Wetter heute wieder. Es ist unglaublich eigentlich, was gerade los ist draußen. Schön, dass ich dich so breitschlagen konnte. Breit ist ja, du bist ja nicht so, ne, so breit, aber schön, dass ich dich im wahrsten Sinne breitschlagen konnte, heute einzuspringen für unseren lieben Kollegen Hans, der heute mal live Radio hat. Und ich freue mich, denn die Jan Kunert Holiday Show auf Sonnenklar TV, das ist ja ein Kracher, ne? Da gucken ja so viele Menschen zu und die verreisen und buchen und machen. Und jetzt? Was ist jetzt? Jetzt ist momentan Reisestopp leider. Betrifft uns ja eigentlich alle. Also im Normalfall würde ich jetzt auch nicht hier zu Hause sitzen in Thüringen, obwohl es ja im Thüringer Wald auch lohnt, immer Urlaub zu machen. Aber momentan geht's nicht. Müssen wir durch jetzt durch die Phase, ne? Was passiert jetzt überhaupt? Ich habe heute Morgen gelesen, du bist ja nun auch Reiseexperte inzwischen durch Sonnenklar TV geworden. Was passiert jetzt eigentlich? Also erstens, ich habe mal heute so diese Schlagzeile mit der Türkei gelesen. Viele und wir begrüßen an dieser Stelle natürlich auch alle türkischen Freunde. Ja. Viele fahren in die Türkei. Und können Sie diesen Sommer vergessen? Die Schlagzeile lautete gerade, da geht gar nichts, da ist gerade ein Chaos ausgebrochen aufgrund der Corona-Krise. Was passiert denn dann, wenn man gebucht hat? Ja, also wir geben ja immer den Tipp, einfach zu verschieben, anstatt zu stornieren. Ja, aktuell ist es ja auch durch den Staat abgesichert, dass es Gutscheine gibt einfach für gebuchte Reisen, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nach hinten gelegt. Also wir gehen ja als Europas Reisesender Nummer 1 davon aus, dass man ab Herbst definitiv auch wieder ins Ausland reisen kann. Wir werden auch groß feiern. Jetzt, ich glaube, in einer Woche starten wir mit unserer großen Kampagne bei Sonnenklar TV. Da werden wir ein richtig großes Fest feiern. Da wird es Termine geben ab November bis weit ins nächste Jahr. Man hat jetzt eben auch die Chance, wenn man noch nicht gebucht hat. Und ich habe selbst auch schon gebucht, weil es unfassbar günstig ist, zum Beispiel jetzt auch eine Weltreise oder eine Reise einfach mal außerhalb Europas zu machen. Aber die Frage ist ja immer, wann? Also ich habe eine ganz tolle Reise gebucht im Juli. Ich glaube nicht, das ist auf eine winzige Insel im Indischen Ozean und ich glaube nicht, dass das schon geht. Also Juli kann sehr, sehr eng werden, ne? Kann schon sein. Aber wie gesagt, hier würde ich auch am besten euch raten, nicht zu stornieren, sondern einfach den Termin zu verschieben. Da wird sich dann schon ein anderer Zeitpunkt natürlich finden, dorthin zu fliegen. Ich selbst habe jetzt gebucht für April nächstes Jahr, also ein Jahr im Voraus, die Dominikanische Republik. Freue ich mich schon mega drauf. Mit Rainer Meutsch werde ich dort zu einer großen Schlagerreise antreten. Und ansonsten glaube ich, und wir von Sonnenklar TV legen auch den Fokus in diesem Jahr viel auf Inlandsreisen. Gerade in Deutschland hat man doch so schöne Möglichkeiten, Urlaub zu machen. Du, gestern hatte ich Marianne und Michael zu Gast. Du bist ja jemand, der nicht nur auf dem Reisesender moderiert, sondern du moderierst ja auch. Was kriege ich gerade für einen Zettel? Ein bisschen Echo, das können wir. Ich habe ein Echo. Ich brauche einen Zettel dann, keine Ahnung. Ich muss mal der Redaktion einen Zettel, die sollen mir mal einen Zettel hinlegen. Hier, ich gebe euch mal einen Zettel, Jungs. Da könnt ihr mal ein bisschen schreiben, dann kann ich das besser machen. Ich habe ein neues Mikro, das wurde gestern Nacht installiert. Es kann sein, dass es an dieser Stelle irgendwie ein bisschen Echo gibt. Das kann ich dann nicht ändern. Ich kann es heute nämlich leider nicht ändern. Wir alle sind ja keine Techniker und es gibt natürlich keine 450-Mann starke Redaktion. Ich mache das tatsächlich alleine alles, ne? So, und das machst du auch. Also wir waren bei Schlagern, gestern Marianne und Michael. Und du bist ja jemand, der auch viele Schlagersendungen moderiert, ne? Mhm. Ich bin viel unterwegs im deutschen Schlager. Für mich ist das das größte Geschenk, was ich als Moderator bekommen konnte. Weil ich schon mit 17, 18 Jahren, da bin ich teilweise belächelt worden, wenn ich auf irgendwelchen Schlager-Events rumgefahren bin. In Thüringen zum Beispiel auf Flippers-Konzerte schon. Claudia Jung, Andrea Berg, was man eben alles so kennt. Und es hat sich dann so ergeben. Und ja, jetzt mache ich viele Schlager-Events, deutsches Musikfernsehen, viele Schlagersendungen. Ja, das macht schon Spaß. Ne? Sie haben eine schöne Musik, wo man immer eigentlich gute Laune hat. Und was mich am Schlager so besonders findet, dass es dort immer friedlich ist. Also ich habe da noch nie eine Veranstaltung erlebt, wo irgendwelche Leute böse aufeinander sind. Die wollen alle zusammen einfach feiern ein bisschen. Hoffentlich geht das bald wieder. Ja, hoffentlich geht das wieder. Ich habe zum Beispiel Karten für Céline Dion im Juni in der Köln Arena. Ja, und da frage ich mich natürlich, wie geht das?
Ja gut, aber viele haben ja schon verschoben, ja, viele Künstler. Also wenn ich jetzt an Andrea Berg denke, die hat ihre komplette Tour jetzt auf 21 einfach verschoben. Also es ist unrealistisch, glaube ich, dass jetzt im Sommer große Konzerte stattfinden werden oder große Open Airs. Man diskutiert ja jetzt sogar in München gerade, ist ja auch ein Thema, da lebt ja deine Tochter, diskutiert man gerade, ob man das Oktoberfest eventuell in einer abgespeckten Version stattfinden lassen kann. Keine Ahnung, was werden wird. Ich glaube, es ist alles ein bisschen abhängig vom Impfstoff oder eben von so einem Schnelltest, gell, wo man innerhalb von Sekunden vielleicht ein Ergebnis bekommt oder von der App. Auch das war ja ein großes Thema in dieser Woche. Es wird noch spannend, glaube ich, im nächsten Jahr. Also, ja, das wird sogar sehr spannend. Wobei ich dir sagen muss, ja, also jetzt sind wir ja vielleicht noch sehr betroffen, weil gerade wir, ja, bei dir wurden auch alle Termine abgesagt, ne? Wahnsinn, oder? Von jetzt auf gleich, alle Termine weg. Also innerhalb von 3 Tagen waren 80 Termine weg. Kalender ist leer. Ne? Das ist auch eine Situation, die ich so nicht kenne. Aber ich sehe das ja noch positiv, dass ich nichts dazu kann. Ja, wenn ich jetzt wirklich schuld daran wäre, dass mein Terminkalender leer wäre, würde ich mir mehr Gedanken machen. Und so genießt man halt auch mal ein bisschen Freizeit. Wie gesagt, wir wohnen schön im Thüringer Wald. Ne? Kann ich auch immer als Urlaubsziel empfehlen. Und dann muss man halt gucken. Ich nehme auch an, wenn es wieder losgehen wird, irgendwann in ein paar Wochen, so schnell wird man den Kalender auch nicht wieder folgen. Es wird ja ähnlich gehen. Es wird die paar Standardproduktionen geben, die man immer macht. Und den Rest muss man halt mal gucken, was geht. Ne? Gib uns doch mal ein paar Tipps. Du hast vorhin gesagt, Deutschlandreisen werden sehr populär werden. Also in China, da habe ich Bilder gesehen, da ist ja die Ausgangssperre beendet. Die stürmen sämtliche Ausflugsziele. Ja, und zwar wirklich in Massen. Das verstehe ich auch, wenn man da so lange eingesperrt war. Die Frage ist, was empfiehlst du denn so in Deutschland? Also wenn wir denn alle mal keine Ausgangssperre mehr haben, dann wollen wir ja auch irgendwas unternehmen. Also mir persönlich geht es ja so, auch vor meiner Zeit bei Sonnenklar TV war ich eigentlich viel im Ausland unterwegs und seitdem ich bei Sonnenklar bin, habe ich auch die Gelegenheit oder man kommt natürlich auch auf Regionen in Deutschland, wo man wahrscheinlich selbst gar nicht drauf kommen wird. Und wir haben so ein schönes Land, wir haben so viele unterschiedliche Flecken. Klar, die Ostsee als Klassiker, ja, oder wenn man nach unten geht in den Süden, den Bayerischen Wald, Starnberger See, Tegernsee, Chiemsee, die Ecke, das ist schon irre schön, aber auch selbst in Mitteldeutschland und gerade hier bei uns Thüringen, Erzgebirge, Harz, Regionen zum Wandern. Also man bekommt alle Möglichkeiten, tolle Seen. Wenn ich jetzt an die Mecklenburgische Seenplatte zum Beispiel denke. Da war ich noch nie. Das ist ein Muss. Also das muss man wirklich machen. Ist ja wirklich das größte zusammenhängende Seegebiet in Europa. Also das ist schon eine besonders schöne Ecke. Und ich bin da drauf gekommen, kurioserweise durch einen Film, den ich in der ARD geguckt habe. Ich gucke ja ganz viel ARD und ZDF, weil ich ja diese einfachen Filme auch mag, gerade in dieser Zeit, wo immer ein Happy End ist. Ja, ich und, auch. Du, Rosamunde Pilcher, sage ich nur. Solche Sachen, genau. Und Traumschiff, gucke ich auch über Traumschiff und Hochzeit ins Glück. Und hat man einen Film gedreht, oben an der Mecklenburgischen Seenplatte, habe ich gedacht, wow, ist das schön. Und durch Zufall, ja, mein lieber Kollege von Sonnenklar TV, Ulf-Dieter Kunstmann, lebt in dieser Region. Und der hat gesagt, dann kommt doch im Sommer mal hoch. Also ich glaube schon, dass das dieses Jahr so ein großes Thema auch allgemein in Deutschland wird. Wir haben, wie gesagt, bei Sonnenklar TV auch den Fokus drauf gelegt, Urlaub in Deutschland zu machen und bieten natürlich auch jeden Tag tolle Reisen für überschaubares Geld, das muss man an dieser Stelle auch sagen, an, wo man wirklich die Möglichkeit hat, wenn es dieses Jahr halt mal nicht nach Mallorca, Gran Canaria, Griechenland oder, wie du schon angesprochen hast, in die Türkei gehen kann oder erst vielleicht am Ende des Jahres, dann sucht man sich halt hier mal einen schönen Fleck. Also, weißt du, ich bin genauso wie du, ich schaue mir das auch an. Also, nach wie vor Favorite England, da wird gar nichts gehen, erstmal, denke ich. Da geht erstmal lange nichts, ja. Europa, wenn wir nach Europa gucken, aber ich will unbedingt, ich hatte ja Philipp Danne zu Gast, die haben ja gedreht, den Ranger, in der sächsischen Schweiz. Also, das hätte ich gerne, das finde ich gut, die sächsische Schweiz. Das finde ich mega, da war ich noch nie. Also, das sind so Reiseziele, wo ich sage, ja. War ich auch schon, kann man einfach auch gut verbinden, glaube ich, mal mit so einem Städtetrip nach Dresden zum Beispiel, dann rüber in die Sächsische Schweiz, auch von der Natur her, dann diese typisch kleinen, alten Städtchen mit tollen Altstädten, mit vielen Restaurants, mit vielen Cafés. Man kann für die Menschen dort wirklich nur hoffen, dass sich alles relativ schnell normalisiert und dass die zum Alltag zurückgehen, weil die haben auch so tolle Angebote, so tolle Gastro-Angebote, also ich bin schon gespannt. Jeden Tag Bratwurst hier im Garten, das wird eng. 5 Kilo habe ich übrigens schon zugenommen. Selber. Hast du? Ja, tatsächlich. Echt? Ich habe mich vor 3 Tagen gewogen. Ich dachte, jetzt wird es aber eng. Und jetzt habe ich umgestellt auf 16,8 erstmal die nächsten Tage. Ja, das fällt mir nur so schwer, also morgens, ne? So morgens, also jetzt zum Beispiel. Wenn dann so in so eine Sendung zu starten, wie wir sie jetzt hier machen, so eine kleine Livestream-Sendung, aber trotzdem, ja. Dann gar nichts essen, finde ich so schlimm. Also ich gar nicht, weil für mich geht es ja grundsätzlich mit Essen auch erst so um
12, also mit dem Mittag starte ich eigentlich den Tag, was ja falsch ist. Ich esse eigentlich Mittag warm und dann abends auch nochmal warm. Und zwischendurch, nachmittags, gut, das lasse ich jetzt weg, mal ein Eis oder ein Stück Kuchen, muss man jetzt im Moment weglassen halt. Ich würde es schlimm. Sag uns doch ein bisschen was zu Reisen. Also ich habe noch eine Frage an dich, du als Reiseexperte. Zum Beispiel habe ich gebucht Flüge mit Eurowings, wir dürfen das mal benennen. Germanwings gibt es nicht mehr, leider, das ist ja auch dramatisch. Aber Eurowings. Und zwar beruflich jetzt im April 3-4 Flüge. Ich habe natürlich brav an Eurowings gemailt, ja. Und es kam eine Nummer irgendwie zurück. Das ist aber auch schon Wochen her und ich habe nichts mehr gehört. Was passiert denn da jetzt überhaupt? Also man muss an dieser Stelle sagen, dass gerade bei Fluggesellschaften, bei Airlines ich sage es jetzt auch, Eurowings ist dafür auch bekannt, ja, neben auch Ryanair und solchen Fluggesellschaften, dass es schon ein bisschen länger dauern wird. Ja. Das kann manchmal Monate dauern, bis man da eine Info bekommt, aber die werden sich definitiv melden und wenn die Flüge ausfallen, wirst du dafür auch Ersatz bekommen, entweder in Form eines Gutscheins oder bekommst eben das geleistete Geld zurück. Und FDI, das müssen wir jetzt mal sagen, die haben ja Unmenschliches geleistet, ne? Ja, die haben es geschafft, also in den Tagen sind wir auch sehr stolz drauf, weil wir von Sonnenklar TV ja da in gewisser Weise auch dazugehören, über 70.000 Reisende zurückzuholen innerhalb von einer Woche aus den Ländern. Ja, viele, ich weiß nicht, ob es dir genauso ging wie mir, ich habe das auch unterschätzt, ich habe gedacht, naja, das wird schon, wir haben ja Grippe. Das habe ich auch etwas. Dass das so ausartet, da hat ja keiner mit gerechnet. Und dann mussten halt wirklich auch alle irgendwie, die im Urlaub sind, schnell zurück. Mein Kollege Marc Rasch zum Beispiel auch, der war gerade in Thailand unterwegs. Es ist sehr, sehr viel organisiert. Und also da hat FDI wirklich was Unmenschliches geleistet, 70.000 Reisende zurückgeholt. Die Problematik, die besteht, dass es tatsächlich Leute gibt, die sagen, nein, wir fahren nicht zurück, wir wollen bleiben. Aber die bekommen eben dann die Probleme, dass sie jetzt nicht mehr einreisen dürfen aktuell. Es gab sogar Fälle auf Gran Canaria, da habe ich Videos gesehen, da sind Leute aus dem Pool geholt worden von der Polizei. Oh, ja, Gott. Zum Flughafen gebracht worden. Also da hat dann ein bisschen, glaube ich, die Vernunft ausgesetzt bei den Menschen, ja, weil man es einfach unterschätzt hat, wie ich persönlich auch. Also ich hätte nie gedacht, dass die Welt wirklich mal so stillsteht, auch gerade wenn ich durch München laufe. Ich bin ja Gott sei Dank immer noch ein paar Tage im Monat bei Sonnenklar, weil das ja ein fester Job ist, den ich habe und es Gott sei Dank da auch weitergeht. Wenn man durch München läuft, also das ist wie eine Geisterstadt, kenne ich gar nicht so. Aber es gibt auch Städte, ja, wo man zum Beispiel liest, wo die Hölle los ist draußen bei schönem Wetter. Ich kann dir eine nennen. Möchtest du das? Gerne. Das ist Köln. Also hier ist einfach nach wie vor Action. Ich war heute Morgen ganz früh, ich bin um 7 Uhr bin ich walken gegangen, meine Runde. Da ging es so gerade noch. Da stand ein einsamer Mann auf einer Wiese und hat gegolft. Ja, auch mal eine Idee. Ja. Und da liefen dann so ein paar Leute um den See. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, ist ab Mittag hier, da ist hier echt die Hölle los. Ich kann es irgendwie nicht verstehen. Nee, das kann ich auch nicht verstehen. Aber, wie gesagt, die meisten halten sich dran, das muss man sagen, ja, an diese Vorschriften, die da gemacht worden sind. Und ich bin auch optimistisch, dass es jetzt nach Ostern irgendwie wieder dann auch in die andere Richtung geht. Dann haben wir alle genug ausgesessen. Ja, hätte mir nie vorstellen können, wirklich 3 Wochen am Stück nichts zu tun, außer 2-3 Jobs. Ja. Das mit deinen 5 Kilo ist natürlich eine Sache, die kriegst du wieder runter. Aber du übrigens, dieser Triathlon-Weltstar, wie heißt der? Jan Frodeno, ne? Heißt ja, der. Ja, ja. Wahnsinn, der geht ja heute live, der macht ja seinen ganzen Triathlon komplett durch von zu Hause, vom Wohnzimmer. Das ist doch der Hammer, oder? Finde ich sensationell und wie es auch aufgezogen wird mit Live-Schalten dann zwischendurch zu Felix Neureuther, zu Mario Götze und so. Ich glaube auch, dass die Menschen, und das wird bleiben, ja, nach dieser ganzen Situation, die wir haben, viel einfallsreicher geworden sind. Man macht sich halt Gedanken, was kann man doch machen. Wie gesagt, ich mache auch so eine Internetshow bei Sonnenklar TV. Und dann bin ich auch am Freitag zu Gast, darf ich gleich mal. Ne? Genau, Freitag 19.15 Uhr gehen wir in die zweite Runde und ich glaube einfach, dass solche Geschichten auch bleiben werden. Ja? Ich bin gespannt, wann man endlich sich draußen auch wieder mal die Hand gibt. Vielleicht wird das völlig aussterben, ja? Diese Handschlagbegrüßung. Ich kann mir das schon vorstellen. Ja, Queen, ist das in Thailand? Ja, in Thailand zum Beispiel. Ne? Das finde ich eigentlich gut. Eigentlich ist das in Japan auch. Ne? Die machen ja auch nur von Weitem, nicht so und so weiter. Finde ich nicht wirklich schlecht. Also warum muss man sich auch unbedingt die Hand geben? Also das ist ja sowieso immer so ein Keimübertragungsding mit der Hand geben. Ne? Absolut. Also so geht es ja auch aktuell. Wir schlagen immer mit den Füßen ab, wenn wir uns treffen. Ja? Das heißt, wenn wir uns treffen, wir treffen uns ja nicht. Wenn wir uns zufällig mal auf der
auf der Straße natürlich sehe beim Einkaufen oder so. Heute muss ich auch noch einkaufen, freue ich mich auch schon drauf. Ich hasse ja eigentlich einkaufen. Ich auch. Aber jetzt, haben wir was gemeinsam. Aber jetzt freue ich mich drauf, weil man einfach auch ein paar Menschen wieder sieht. Also auf der anderen Seite, ich gehe jetzt extra nicht mehr einkaufen. Du hast vorhin gesagt, du hast so viele Eier gegessen. War das heute oder gestern? Ja? Da musst du Eier Nachschub holen oder was? Seit Tagen schon. Ich liebe diese fertig gekochten, farbigen Ostereier, die es im Supermarkt gibt. Ist das so? Die haben genau auf den Punkt gekocht. Die sind nicht zu weich und nicht zu hart. Also gestern habe ich, glaube ich, wieder 6 Eier gegessen den ganzen Tag. Also, Aber nur bis Montag, dann ist damit auch Schluss wieder. Okay, da musst du ja heute Eier-Nachschub holen. Ja, Andrea Spatzek hat hier in der Sendung schon welche ausgemalt. Ne? Du, ich hätte sonst Nachschub für dich. Ich darf sie mal eben zeigen. Die sehen so aus, ja, falls du noch ein paar Eier benötigst. Ja, die werden nicht so wirklich. Ja, nicht so wirklich. Also einkaufen gehst du so, was machst du Ostern? Ja, nicht viel. Heute mal bei die Schwiegereltern mal kurz wenigstens am Zaun besuchen, die wohnen nicht weit weg, ja. Und ansonsten sind wir zu Hause, genießen das Fernsehprogramm. Teilweise gibt es ja ein ganz gutes Angebot. Ne? Ansonsten Media. Man hätte sich ja diese Situation, die man jetzt hat, mal so vor 15 Jahren gar nicht vorstellen können. Ja? Heute hat man ja alle Möglichkeiten, im Internet Fernsehen zu schauen. Ich weiß nicht, was man vor 15 Jahren gemacht hätte bei so einer Situation, aber heute hat man ja, wie gesagt, auch zu Hause genug Möglichkeiten. Wir spielen auch sehr gerne. Wir haben so ein neues Quiz, ja, mit einer App, mit Spielbrett und einer App integriert. Das sind immer tagesaktuelle Fragen und so. Man weiß sich schon zu beschäftigen. Und man trinkt halt auch mal gerne ein Weißbier. So ist es. Ja, ich nicht, aber ich trinke dann was anderes. Ich trinke dann auch mal ein Gläschen Weißwein. Wir haben heute viele Gäste in der Sendung. Also wir haben wieder Andrea Spatzek, die du auch kennst, aus der Lindenstraße, mit einem schönen Rezept zum Schluss der Sendung. Wir haben den Kollegen Thomas Gerres, den du auch kennst. Ja. Genau, wir teilen uns einen Sendeplatz beim Deutschen Musikradio. So sieht's aus. Der kommt nachher noch aus der Lifestyle-Küche ums Eck gefahren. Und wir haben jetzt einen Gast, den rufe ich jetzt mal an. Und das ist eine tolle Frau. Ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Wir sind auch privat sehr häufig zusammen. Und das ist Liz Baffo. Mal gucken. Guten Morgen, Liz. Hallo. Hallo, siehst du uns? Ich sehe dich noch nicht. Hallo. Nein, jetzt sehe ich dich. Ja, hi. Guten Morgen, erzähl, es rauscht ein bisschen bei dir. Nein, mach mal nochmal, wink nochmal, erzähl mal ein bisschen mehr. Moment, sagt sie, ich sehe dich nicht. So, jetzt. Seht ihr mich? Erzähl mal ein bisschen was, ob wir dich sehen. Ob ihr mich seht oder ob ihr mich hört. Also hören zu dem Echo. Und jetzt in dieser Sekunde sehen wir dich auch. Es rauscht allerdings sehr. Bei mir zumindest. Ich höre es auch bei euch ja im Rauschen. Ich habe keine Ahnung, das hatten wir ja schon mal. Also bei mir rauscht es nicht. Ich höre sie bestens und sehe sie auch bestens, die Liz. Ah ja, super. Irgendwie rauschen wir immer zusammen, Biggie. Irgendwie, keine Ahnung. Jetzt hat es aufgehört, oder? Jetzt rauscht es gar nicht mehr. Das ist ja top. Jetzt rauscht es gar nicht mehr. Jetzt zum Beispiel sehe ich dich in voller Schönheit, liebe Liz. Ja, ja, gleichzeitig. Guten Morgen erstmal. Ich habe vorhin gehört, mit Jan Kunert warst du gemeinsam in einer großen Show, nämlich bei Ninja Warriors. Was hast du da gemacht, Jan? Da habe ich das Warm-up gemacht und gestaunt, wie fit die Liz ist. Ach Gott, das ist schon so ewig her. Das war so hart. Ich habe, glaube ich, ein Hindernis geschafft. Beim zweiten bin ich ins Wasser geplumpst. Es war wirklich hart, ja. Aber es war ja für einen guten Zweck und so mehr war es dann okay. Liz Baffo, Schauspielerin. Wir kennen sie aus vielen Serien, die Anrainer, die Lindenstraße. Dann bist du immer noch zu Gast bei Schloss Einstein natürlich in der Serie zu sehen. Ja. Du warst gerade in meiner Sendung zu Gast, Lechtermann Gesundheit und Leben in meiner Gesundheitssendung. Du warst auch jetzt, bist du beim SWR unterwegs. Was ist das nochmal für eine Geschichte? Also ganz genau SWR 3. Wir übersetzen Songtexte und dann setzen wir die szenisch auf der Bühne um. Und es ist wirklich sehr spannend. Wir waren jetzt am Mittwoch, haben wir das zum ersten Mal im Internet präsentiert und gleichzeitig auch im Radio. Und das war wirklich sehr aufregend. Aufgrund von Corona können wir ja alle nicht auftreten. Und haben wir gesagt, okay, wir müssen uns was einfallen lassen. Dann haben wir das halt gemacht. Und es kam sehr gut beim Publikum an. Und das war ein Auszug aus unserer Show halt. Das heißt SWR 3 Live Lyrics.
Ja, ja, siehst du, da habt ihr richtig was zu tun jetzt noch, ne? Also ist ja eine gute Idee. Ja, noch was zu tun, genau. Richtig, genau. Jan Kunert hat vorhin gesagt, ich habe 5 Kilo zugenommen, weil er zu Hause sitzt, ne? Jan, zeig uns die 5 Kilo mal. Ich zeig die euch lieber nicht, aber es ist schlimm. Es ist sehr, sehr schlimm im Moment. Ja, ich kann da auch ein Lied von singen. Also ich mag nicht so viel Essen, aber ich mag Süßes. Das ist echt ein großes Problem. Aber eine Freundin hat mir einen guten Tipp gegeben. Es gibt so Bitterspray. Kennt ihr das? Nein. Nee. Das tut man auf die Zunge und dann hat man keinen Hunger, also nicht viel Hunger mehr und auch keinen Appetit auf Süßes. Okay. Okay, ja, das ist nicht schlecht. Ich sehe dich so ein bisschen, du müsstest ein bisschen tiefer kommen. Ein kleines Stückchen, du selber. So ist schön. So sehe ich dich in ganzer voller Schönheit noch. So, ja, so ist nett. Aber sag mal, du bist doch sowieso sehr sportlich. Du kommst aus einer total sportlichen Familie. Anthony Baffo, der hat ja mal Bundesliga gespielt. Dein Bruder, deine andere Schwester, glaube ich, ist Leichtathletik, oder? Nee, die hat auch Fußball gespielt. Das fand mein Bruder damals nicht so toll. Frauenfußball gespielt. Und ja, klar, ich habe jetzt ein bisschen aufgehört wegen der Krankheit, die ich leider hatte. Aber jetzt bin ich wieder dabei. Wir machen auch Online-Training mit meinem lieben Trainer Ben Schneider. Und das ist dann dreimal die Woche, wenn es klappt. Und ich war auch eben schon laufen ganz früh heute Morgen um 7, weil man muss ja irgendwie fit bleiben. Geht ja nicht anders, ne? Du darfst dich immer einklinken, wenn du eine Frage hast, ne? Ja. Ich bewundere immer alle Menschen, die morgens schon laufen gehen. Also ich kann mich einfach nicht überwinden. Für mich ist die beste Laufzeit abends. Einmal die Woche abends so 19 Uhr. Ansonsten, also morgens kann ich gar nicht. Ich kann das abends nicht. Ich krieg die Krise, wenn abends auch die Krise. Ich bin auch eher morgens Läufer und jetzt, die Tage sind ja früher hell und es ist tolles Wetter und es motiviert einen, aufzustehen und laufen zu gehen. Jetzt gehörst du ja irgendwie ein bisschen zur Risikogruppe. Ne? Du hast, das dürfen wir sagen, Sarkoidose. Das ist etwas, was die Lunge angreifen kann oder zumindest jetzt bei dir mal so ein bisschen die Lunge- und Atemfunktion einschränkt. Und wie schützt du dich denn da jetzt ganz besonders? Oder sagst du... Ich schütze mich halt wie jeder andere auch. Ich halte mich an die Regeln, die angegeben sind. Mehr kannst du ja nicht tun. Ich habe nicht großartigen Kontakt mit vielen Menschen und habe Handschuhe an. Und wenn ich rausgehe, habe ich jetzt mittlerweile auch eine Maske besorgt. Und mehr kann man ja nicht tun. Also man muss halt aufpassen und dass halt nichts passiert. Der Jan sagt, eine Maske tragen käme für mich nicht in Frage, Jan. Warum? Echt? Nee, bin ich auch total überrascht. Käme für mich nicht in Frage, ist jetzt so nicht richtig. Wenn ich sie tragen müsste, dann werde ich natürlich auch eine tragen. Aber für mich ist das so die schlimmste Vorstellung, die jetzt für mich noch kommen könnte. Habe ich gestern auch erst wieder zu meiner Lebensgefährtin gesagt. Ich habe gesagt, Maske und sowas raus, das kann ich mir nicht vorstellen. Keine Ahnung warum, aber ich habe irgendwie nicht eine Phobie, aber so eine Abneigung gegen diese Masken. Keine Ahnung, kann ich auch nicht erklären. Muss ich wahrscheinlich erst, wenn es dann soweit ist, damit leben. Aber dann bleibe ich wahrscheinlich noch mehr drin als jetzt. Ja, das ist dann vielleicht das, was dann folgt, nicht? Weil sie schützt ja und sie schützt einen selber und schützt halt die anderen. Das sieht halt wirklich blöd aus, ne? Also, aber in Asien ist es ja gang und gäbe, dass sie Masken haben. Das ist gar nichts Besonderes so für die. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, ich habe da die Dame, ich war in einem Bioladen und da hatte ich auch eine Maske auf und ich habe die Dame immer angelächelt und die hat das gar nicht gesehen und ich konnte lächeln, wie ich wollte. Aber es gibt ja so Masken, wo so ein Lächeln drauf ist. Genau. Weil die guckte mich immer so an, warum ich machte so kleine Scherzchen, das hat sie aber gar nicht richtig verstanden, weil ich da so irgendwie, ja. Das halbe Gesicht ist weg, nicht? Also irgendwie nur ein Teil des Gesichtes mit der Maske. Herr Laschet hatte ja die Maske am besten getragen, ne? Der hatte ja die Nase oben rausgucken lassen. Ich habe auch gewundert, dass mich keiner darauf aufmerksam gemacht hat. Wie kann man ihn so rausgehen lassen, ohne dass man sagt, ist das jetzt korrekt? Das hat mich total irritiert. Ich meine, es sind ja 1000 Leute um ihn herum. Wieso sagt ihm das keiner? Verstehe ich auch. Und dann hat er sich aber später richtig angezogen. Ja, ja. Da hat er aber wahrscheinlich 10-mal an ein Schild hochgegangen. Maske. Ja? Wobei ich sagen muss, es passieren so manche merkwürdige Dinge. Also ich habe zum Beispiel heute ein neues Mikrofon, das habe ich gestern hier installiert bekommen. Und das hat so ein bisschen Echo, das müssen wir heute nachregeln. Ich kann das nicht in der Live-Sendung, das ist dann so, ja, es ist dann einfach so und fertig. Aber mich wunderte das, also bei unserer Bundeskanzlerin, als sie die Live-Rede von zu Hause gehalten hat. Und dann wurde das ja per Audio gestreamt. Ne? Da hast du voll, erstmal haben die den Ton nicht zugezogen, da hast du da gehört, wie sie da irgendwie noch am Erzählen war. Und dann hat sie doch die ersten
ersten 5 Sekunden erzählt und das haben die so rausgelassen, ungefiltert, und sagte dann ganz erschreckt, was, muss ich das jetzt nochmal leiern? Ja. Wo ich mir dann sage, okay, die haben doch da auch alle Medienprofis. Ich meine, wir schaffen hier so ein kleines Ding hier auch hochzuziehen. Ich meine, das ist das Bundeskanzleramt, oder? Das stimmt. Also da ist man manchmal wirklich erstaunt. Ne? Ich meine, die haben alle ihre Berufe und sind dafür zuständig, dass alles gut rüberkommt. Und dann versagt man plötzlich da. Das ist echt merkwürdig. Kann man nicht erklären. Wie feierst du denn Ostern, liebe Liz? Ja, ich glaube, wie jeder andere auch, nicht mit vielen Leuten halt. Ich treffe mich schon mit zwei Freundinnen, aber auf Abstand natürlich. Wir gehen vielleicht ein bisschen walken, weil das Wetter ist so schön. Aber ansonsten, meine Mutter ist 90, die kann ich nicht besuchen. Das ist zu großes Risiko. Aber wir haben ja hier, Gott sei Dank, die neuen Medien hier, Skype, FaceTime und alles Mögliche, dass man sich wenigstens sehen kann. Der Jan hat mich, als ich mit Jan Kunert gesprochen habe, mir geht es ja ebenso. Mein Vater ist 91 und der sagte, ja, mit Maske und so, lieber Jan, also zu meinem 91-jährigen Vater sollte ich ja eigentlich gar nicht gehen. Aber wenn, dann überhaupt echt mit Vollschutz, ne? Mit Visier, mit allem. Ja, genau. Ja. Das verstehe ich dann natürlich auch. Also meine Eltern sind auch, mein Vater wird jetzt 75. Die sind Gott sei Dank auch fit, aber Risikogruppe halt durch eine frühere Krebserkrankung und solche Geschichten. Aber alles auf Abstand, nur das Nötigste aktuell. Aber ich werde morgen definitiv mal hinfahren. Ein Stückchen Kuchen vorbeibringen. Meine Freundin hat, glaube ich, gebacken, wenn ich richtig informiert bin. Und dass man sie wenigstens einmal gesehen hat, Ostern. Normal wäre meine Schwester da, die ja in Dresden lebt mit der Familie. Aber man muss es halt alles verschieben jetzt einfach. Ne? Ja, es ist eine unglaublich auch interessante Zeit. Ne? Ich meine, wir haben es alle noch nie erlebt, dass es so passiert, und vor allem sind alle betroffen. Ne? Es gibt keine Ausnahme. Also es gibt halt nur Leute, die halt vielleicht schon immun dagegen sind. Nicht? Aber ansonsten ist es wirklich eine merkwürdige Zeit. Und auch da gab es ja gestern wieder eine Meldung. Es gab nochmal eine Untersuchung, dass man gar nicht weiß. Ja, das war gestern eine Studie, die da irgendwie zeigte, man hat gedacht, man ist immun. Ja, und jetzt gab es doch einige Rückfälle, komischerweise. Also das stimmt. Also ich glaube, wenn ich jetzt ehrlich bin, so richtig weiß im Moment noch niemand. Das ist ja völlig neu alles, ja, was da eigentlich abgeht. Ne? Ja, hattest du denn ursprünglich zu Ostern eine Reise geplant? Ich meine, Jan Kunert ist ja Reisespezialist. Ja, halt, was alles in der Nähe ist, halt Holland. Ne? Ich liebe Holland und man ist ja von Köln aus sehr, sehr schnell da und man ist schnell am Meer und man kann da schön spazieren gehen. Aber das ist ja jetzt alles gegessen. Also, ich auch. Ich liebe auch Holland. Ich finde Holland als Land so sensationell. So, ich mag die Städtchen, vor allem mag ich die Menschen dort. Ja, und wenn du schon sagst, wenn man dort an die See kann, unfassbar. Ja, das ist ganz toll. Ich liebe Holland. Also du bist halt schnell da. Wo lebst du, Jan? In Thüringen. Ach, in Thüringen. Ja, also Erfurt, klar. Ich bin genau erst wegen der Serie. Das ist schöne Thüringen. Das ist aber auch schön da. Ne? Also ich meine, Erfurt ist doch herrlich. Also ihr dreht ja auch immer für Schloss Einstein, für deine Serie. Ich finde Erfurt so wunderschön. Also ganz tolle Stadt. Erfurt ist die meist unterschätzteste Stadt in Deutschland. Also, das glaube ich auch, ja. Die haben eine unfassbar schöne Altstadt, ja. Ja. Die haben einen der schönsten Weihnachtsmärkte überhaupt vor dem Dom. Ja. Kann ich alles also eine Wahnsinns-Altstadt mit toller Gastro, Restaurant, Bars. Also Erfurt ist eine Top-Stadt, muss man ganz ehrlich sagen. Tolle Stadt. Das muss ich wirklich bestätigen. Ich meine, ich bin ja schon seit 13 Jahren, fahre ich hin und zurück von Köln nach Erfurt. Also es ist eine ganz tolle Stadt. Also ich bin auch sehr begeistert von Erfurt. Ich habe nicht immer so viel Zeit, weil ich meistens zum Drehen da bin und dann Hotel, zack, wieder zurück. Aber der Weihnachtsmarkt ist ein Traum. Ja. Da wird ja wohl hoffentlich wieder offen sein. Was mich wundert, ihr zwei, ihr sagt so, vor allem der Jan so als Reisespezialist, ja, wir sind Holland-Fans. Ich habe ja einen Freund, einen niederländischen, und der geht ja immer auf die Barrikaden und sagt, ihr Deutschen da immer mit eurem Holland, das heißt doch Niederlande. Das sagt der Harry Weinfurt mir auch immer. Siehste? Aber wie kommt das eigentlich, dass wir immer Holland sagen? Das weiß ich auch nicht. Woher kommt das? Jan. Das weiß ich auch nicht. Also ich glaube noch nie in meinem Leben Niederlande gesagt, aber wo der Begriff Holland überhaupt herkommt, keine Ahnung. Das ist ja eine Provinz, soweit ich weiß. Ja, Holland, okay. So eine kleine. Aber eigentlich alles andere, das heißt natürlich die Niederlande. Ja, so wie, es heißt ja auch nicht Thüringen, sondern es heißt Deutschland. Witzig!
Und ihr, wir alle drei voll in die Falle. Ja, wir fahren gerne nach Holland. Nach Holland. Ja, gut, okay, wir haben heute wieder was gelernt. Ich werde es mir merken. Was hattest du denn geplant, Vicky? Wolltest du wegfahren? Ja, ich wollte eigentlich mit Andrea Spatzek nach Salzburg fahren. Ja. Ach, wie schön. Und wir wollten wandern gehen in Österreich. Und das können wir ja jetzt auch vergessen, ne? Ja, das kann man auch vergessen. Ja, leider. Ich dachte, die kommt auch dazu, die Andrea. Ist sie auch dabei? Die schalten wir gleich dazu. Aber erst mal bist du dran und danach irgendwann. Ach so, okay, alles klar. Gut, okay. Wie sind denn deine weiteren Pläne? Also, du machst viel Sport, du spielst, machst beim SWR. Wie lange läuft das noch beim SWR? Ja, eigentlich läuft das ganze Jahr. Wir müssen jetzt mal gucken, wann wir wieder auftreten können. Und wir haben das jetzt zum ersten Mal jetzt gemacht mit dem Radio und mit dem Internet. Mal gucken, ob wir das jetzt nochmal machen, ob wir die Show dann weiter zeigen. Es war jetzt so ein Auszug von unserer Show. Und das Theaterstück läuft eigentlich das ganze Jahr. Und jetzt, man kann ja gar nicht richtig planen. Man weiß ja nicht, wann, wo, was sein wird. Nicht? Man kann ja nicht wirklich planen. Und ich komme mit der Quarantäne eigentlich ganz gut klar, weil ich war die letzten Jahre so viel unterwegs, dass ich jetzt so ein bisschen zur Ruhe komme und viele Dinge tue, die ich immer schon geplant habe, Schränke aufräumen, Sachen sortieren, das viel zu lesen. Also ich habe einiges zu tun, also überhaupt keine Langeweile und das ist ja schon mal schön. Also mir fällt deutlich schwerer. Echt? Ja, total. Also ich bin ja auch so gewohnt, wenigstens so 20, 25 Tage unterwegs zu sein im Monat. Jetzt bin ich schon 20 Tage fast zu Hause. Ich habe totale Probleme damit. Also ich muss mindestens eine Stunde raus am Tag. Ne, wo ich dann auch mal von so habe. Wir sitzen das erste Mal so aufeinander als Familie. Ist sehr ungewohnt. Ich glaube auch, dass viele das problematisch sehen und dass es die eine oder andere Beziehung vielleicht auch in die Küche gehen wird. Soll ich euch jetzt mal was verraten? Aber wir dürfen das nicht weiter sagen. Also ich lag in meinem Garten und hörte, ich weiß aber jetzt nicht wo, von weit weg irgendwie ein Telefonat von zwei Freundinnen. Ja. Da sagte die eine, oh, meine Freundin hat da zu Hause die Ehekrise. Ich weiß gar nicht, wie das zu retten ist. Und da habe ich nur gedacht, so geht's etlichen. Ja, die hocken dann plötzlich aufeinander. Ja, es ist eine neue Situation. Man muss sich arrangieren. Man hat sonst seine Arbeit, wo man hingeht oder Leute, die man treffen kann, ins Café, Restaurant. Das ist ja alles vorbei. Aber es ist halt wirklich eine harte Probe. Ne? Liebe Liz, du warst doch in meiner Sendung Lechtermann Gesundheit und Leben zu Gast. Ne? Und wollen wir mal die Probe mit Jan Kunert machen, weil du weißt die Antwort jetzt. Ich hoffe, ich wieder vergessen. Wehe! Du erklärst es jetzt. Das war so witzig, Jan. Ich habe immer so eine kleine Gesundheitsquiz-Geschichte in der Sendung, ja. Und Liz musste sich natürlich der Sache auch stellen. Und die hat das so süß gemacht, also in der Sendung. Die Leute haben echt Spaß gehabt, ja. Weil die war da am Überlegen, oh, was kann das sein? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe die Frage nicht parat, aber wir können jetzt Jan erstmal fragen, ihr müsst mal 2 Sekunden plaudern, dann überlege ich mir die Frage nochmal. Plaudert ihr mal gerade eine Sekunde, ich überlege mir die Frage nochmal. Aber ist es für dich nicht so, dass du zur Ruhe kommst, wenn du auch so viel unterwegs bist und entspannen kannst? Das schon. Aber ich habe letztes Jahr im August zum allerersten Mal seit, glaube ich, 10 Jahren knapp 3 Wochen Urlaub gemacht. Und ich hatte dann so Probleme, das wieder hochzufahren, in diesen Rhythmus reinzukommen. Ja, das stimmt. Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt alles wieder werden soll, wenn es denn mal wieder so wird, hoffentlich wie es mal war. Ja, genau. Ich hatte das auch, als ich dann hörte, dass wir die Show im Internet bzw. auch im Radio machen. Ich war so im Winterschlaf. Also ich war schon runtergefahren und dann musste dann irgendwie zack, zack mal wieder hochkommen, okay, die Texte wieder lernen und wieder irgendwie auf 100% gehen. Man kann sehr schnell so sich daran gewöhnen, ne? Aber Theater finde ich toll. Also so. Ja, was spielt ihr da für Theater? Große, kleinere? Das ist, wir sind halt in Süddeutschland viel unterwegs und da ist es halt so, dass wir halt, wie gesagt, Songtexte übersetzen und die szenisch umsetzen und ich habe Deutschland nochmal neu kennengelernt, ehrlich gesagt. Also ich habe so viele tolle kleine Orte kennengelernt in Süddeutschland, also Baden-Württemberg und in der Pfalz, da sind wir unterwegs. Leider nicht NRW oder halt Thüringen oder so. Jetzt ist mir die Frage, habe ich jetzt hier wieder, ja? Also ich habe die versucht zu rekonstruieren und wir werden jetzt Jan fragen, ja? Also Gott sei Dank. Wer oder was ist Umami? Du erinnerst dich, Liz? Ja. Sag mir nicht. Ich weiß nicht, aber gibt es dann nicht ABC? Keine Vorgabe. Ach so, Umami. Ja, ich habe es mir jetzt, Umami, ich habe es jetzt wieder. Erstens, Liz, du weißt das nicht mehr. Es ist eine Form des Lach-Yoga. Zweitens, es ist ein weiterer Sinn, also sowas wie Tasten riechen, hören, fühlen und schmecken. Drittens, es ist eine neue Sportart. Oh.
Burkhard, was machst du heute? Ich gehe zum Tennis und du, ich gehe zum Omanen. Omanen. Ah, schön. Bis, Mensch, jetzt verlasse ich sage, nicht. Ich sage A. Du sagst Lach-Yoga. Lach-Yoga. Das gibt's, sowas gibt es bestimmt. Da habe ich mich auch mit Liz drüber kaputt gelacht, ja, in der Sendung. Ja. Ne? Liz hat nämlich, du hast Lach-Yoga gesagt, ne? Habe ich auch gesagt, ja. Und was ist es? Komm, sag es jetzt. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Doch nicht. Ich weiß, dass es auf jeden Fall, also Lach-Yoga ist es auf jeden Fall nicht. Es ist, also, schade. Dann ist es, dann muss es B sein. Es ist ein weiterer Sinn, ein weiterer Sinn, so wie Schmecken. Ja, jetzt weißt du es wieder. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, es ist etwas, wenn man sowas schmeckt wie, so bestimmt aus Asien, so bestimmte Gewürze, ja. Und das ist dann Umami. Also, das ist sowas, so ein weiterer Geschmackssinn, Umami. Umami, ja, okay, ja genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Jetzt höre ich euch gerade nicht mehr, erzählt nochmal 2 Sekunden, ich klinke mich sofort ein. Ja, okay. Also wir hören dich noch bestens, Ihr hört mich noch, ich muss mal eben gucken, wo ich denn hier bin. Ich höre euch aber nicht mehr auf dem Kopfhörer, hier ist heute irgendwie, ist interessant. So, Moment, jetzt. Ich hoffe, ich höre euch jetzt wieder. So, da seid ihr wieder. Irgendwie hatte ich das mit meinem Umami. Ja, hatte ich das irgendwie. Aber das ist so witzig, weil du erwischt die Leute echt auf dem linken Fuß, ne? Und total, dann, man macht sich keinen Gedanken, was könnte es sein? Gott sei Dank hat man ja Möglichkeiten zu gucken, A, B, C oder A, B, C. Und du hast trotzdem Lach-Yoga gesagt, wir wollen es festhalten. Ja, genau. Das hört sich so an, ne? Das ist irgendwie so, denkt man ja, das müsste es eigentlich sein, nicht? Anders bei Umami hört sich nach Yoga an, finde ich. So. Finde ich auch. Machst du Yoga? Ja. Nee, also das ist auch sowas, was ich noch nie ausprobiert habe. Echt? Ich mache eigentlich gar nichts. Also außer spazieren gehen. Außer spazieren gehen, einmal die Woche laufen und wenn ich dann wieder darf, ein bisschen Tennis spielen. Früher habe ich viel Fußball gespielt. Ich habe hier Anthony Buffo, war ich sogar Fan. Früher. Ja, ehrlich? Ja, fand ich cool. Ja. War viel in der Bundesliga unterwegs und so, also als Zuschauer natürlich nur sportlich, hat es nur bis zur Kreisliga gereicht. Okay, aber das fehlt mir natürlich auch, muss ich sagen. Ne? Dieses, dieses kulturelle Angebot drumherum, dass keine Sportveranstaltungen sind. Deswegen liest man eben in der Zeitung auch nur Corona. Weil das stimmt. Ne? Ja, das ist richtig. Klar, ich meine, das ist ja, wie gesagt, eine Zeit, die wir alle noch nie erlebt haben. Ja. Nicht? Und ich bin mal gespannt, wie wir da rauskommen. Ich auch. Ob sich da was verändert hat, das interessiert mich. Ja, und ob sich die Menschen verändern. Vorher war ja so echt Ellenbogen, check und weg. Ja, ja. Heute Morgen beim Walken kamen mir ganz viele Menschen freundlich entgegen, mit Abstand natürlich. Guten Morgen, hallo. Das habe ich noch lange schon nicht mehr erlebt. Ja, genau. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Es ist halt nun mal so. So, ihr Lieben, wir haben 10.37 Uhr und 25 Sekunden. Ja. Liebe Liz, wir müssen uns jetzt von dir verabschieden, weil gleich kommt Thomas Gerres in unser Haus. Ja, und dann noch Andrea Spatzek. Ja. Und das war sehr schön, mit dir zu plaudern. Gerne wieder. Vielen Dank. Ja, das war großartig. Hat mich sehr gefreut. Schöne Ostern, vor allem bleibt gesund und bis bald. Sehe ich auch so. Du musst jetzt schön auf Ausdrücken, ne? Nur okay. Nur alles dich. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, lieber Jan, dann erzähl uns mal was. Was soll ich dir erzählen? Ich möchte nochmal auf die Wissen, ne? Das bleibt ja bei uns ein bisschen hängen. Ich muss jetzt nochmal auf die Türkei eingehen. Ja. Das ist ja heute gerade die große Schlagzeile. Ist für mich aber jetzt eigentlich sehr verständlich, dass dort so eine Panik ausbricht, weil wenn um 21.30 Uhr gesagt wird, ihr müsst bis 0 Uhr alle zu Hause sein, ihr müsst bis 0 Uhr alle drinnen sein, wäre in Deutschland gar nicht vorstellbar gewesen. Ich glaube, dann hätten wir ja auch so eine Hysterie gehabt. Wird sich auch beruhigen. Ja, wir haben 47.000 Fälle aktuell in der Türkei, 2.400 sind auch schon wieder genesen, aber die sind lange halt noch nicht an dem Punkt, wo wir sind, ne, weil sie einfach noch später eingesetzt haben mit der ganzen Geschichte. Und ich glaube, das ist das eben, dass diese Walze, diese Corona-Walze, wenn die einmal um den Erdball geht, wir haben ja diese ganzen Verzögerungen und das macht es eben auch schwierig. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum es so viele Deutschlandreisen geben wird, wenn die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben werden. Ne? Ja, man muss einfach jetzt abwarten. Also man hört ja auch Mallorca, wenn die Künstler, die auf Mallorca, wo ich auch mit vielen vernetzt bin, die sagen halt, es wird dieses Jahr keine Mallorca-Saison geben. Ich kann mir persönlich auch nicht vorstellen, dass ein Megapark geöffnet wird oder ein Bierkönig geöffnet wird, dass überhaupt im Sommer jetzt die Hotels geöffnet werden. Es wird sehr, sehr spät werden, glaube ich. Juni, Juli. Ne?
Also Marianne und Michael, mit denen ich gestern gesprochen habe, die in München sitzen und natürlich auch auf dem Oktoberfest sehr aktiv sind, sie machen da immer eine große Charity, die haben gestern mir vor der Sendung gesagt, also wir bezweifeln fast, dass es überhaupt ein richtig großes Oktoberfest gibt. Es wird wahrscheinlich gar kein Oktoberfest geben. Das ist natürlich auch alles hart. Glaube ich auch nicht. Und man spricht ja jetzt über abgespeckte Versionen, aber wie will man, nur für Münchner, wie will man das kontrollieren? Ja. Einzige Chance ist es, entweder so einen Schnelltest zu bekommen oder was Besonderes, dass man ganz schnell ein Ergebnis bekommt oder eben den Impfstoff. Aber das scheint wahrscheinlich noch sich ein bisschen länger zu ziehen. Du, aber es ist eigentlich, weißt du, ich habe heute Morgen so gedacht, für die jungen Leute, du hast ja da auch, glaube ich, eine, wie viel 18-Jährige zu Hause oder sowas, gell? 16. Für die ist das schon schwierig mit dieser eingeschränkten Bewegung, weil, du, die wollen sich doch treffen, die wollen ausgehen, dies, das, jenes, die wollen mal raus. Für die jüngeren Kinder, die sehe ich hier alle in den Gärten hüpfen, ist das, glaube ich, nicht so ein Thema. Dann geht es nachher wieder los in der Studentenzeit, aber weißt du was, das ist eine ganz kreative Zeit, man muss das auch mal positiv sehen. Meine Tochter zum Beispiel hat das Malen jetzt wieder entdeckt, ja. Die malt Bilder, also ich meine, die studiert eh Kunst, ja, Kunstgeschichte. Und jetzt malt sie, was das Zeug hält, auch mal eine Phase. Da geht die nämlich nicht raus, sondern ist ganz kreativ unterwegs. Ich möchte aber nochmal auf die 16-Jährige eingehen. Ich glaube ja, dass diese Altersgruppe für dieses gar nicht so schlimm, weil die hängen sowieso den ganzen Tag am WhatsApp, am Instagram, am Snapchat. Ne? Die machen nichts anderes. Sie sind ja teilweise unterwegs, wenn sie sich in der Schule treffen und schreiben sich. Die unterhalten sich ja nicht mehr, ja, sondern schreiben sich. Und das ist, glaube ich, was nach dieser ganzen Pandemie kommen wird. Man wird sich wieder mehr unterhalten, man wird kleinere Dinge vielleicht auch wieder mehr schätzen. Ja? Und ich hoffe, dass viele es auch begriffen haben, dass wir ja in Deutschland, trotz allem, was aktuell stattfindet, in absoluten Luxussituationen sind. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Bei uns ist alles irgendwie in irgendeiner Art und Weise organisiert, wo andere Länder ja nur von träumen können. Ne? Absolut. Und das muss man auch mal sagen. Das habe ich gestern auch gesagt. Ich habe gesagt, also im Grunde genommen sind wir froh, im Moment hier zu sein. Das müssen wir einfach sagen. Ja? Unser Gesundheitssystem, so schlimm das eigentlich ist, weil die Krankenschwestern und die Kranken, Pfleger werden uns jetzt sagen, auch die Ärzte. Nee. Wir haben vorher schon geklagt, auch Pfleger und so. Es gibt alles zu wenig. Es wird da zu wenig getan. Aber dennoch, dieser Stresstest zeigt ja gerade, also es darf nicht mehr werden. Ja, aber wir halten dieser Belastbarkeit doch gerade einigermaßen stand. Ne? Absolut. Aber die Frage ist halt, wie lange? Ne? Man hat sich jetzt daran arrangiert mit dem 20. oder 19. August, wenn man jetzt dahergeht und sagt, nee, wir machen so weiter. April, nochmal April, 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 April. Entschuldigung, April. Du, August, du. Oh, ich überlege gerade, wie viel ich einkaufen muss. Ich weiß wahrscheinlich schon wieder mehr, weißt du? Oh, warte. Nein, um Gottes Willen, also bis 19. August und dann kann natürlich die Stimmung auch ganz schnell umschwenken. Das ist gerade auch bei Deutschen möglich, aber ich gehe fest davon aus, dass es die ersten Lockerungen jetzt in den nächsten Tagen dann auch geben wird. Also das wird man schon machen. Ich werde jetzt mal Thomas Gerres fragen, was im Sport los ist. Den hole ich jetzt mal dazu. Du kennst den ja auch. Ne? Jawohl. Wie gesagt, du hast erzählt, ihr zwei teilt euch sozusagen einen Radiosendeplatz. Und der meldet sich jetzt aus seiner Lifestyle-Küche und hat heute ein Hawaii-Hemd an. Guten Morgen, Thomas. Ei. Thomas. Ja. Hallo, Biggie. Hallo, Jan. Grüßt euch heute Morgen. Servus. Ja, ich habe mir gedacht, Hawaii-Hemd, so nach dem Motto Thomas Gerres, nicht auf Hawaii, sondern mitten im Ruhrgebiet. Und da ihr schon so viel über Urlaub geredet habt heute, lasst uns einfach ein bisschen gute, bunte Laune in Richtung Ostern versprühen. Schön, sprühen. Hast du das Hemd selber angesprüht? Ja, Biggie, ich weiß, dass du manchmal, dafür bist du auch im Fernsehen bezahlt, eine große Klappe hast, ja? Aber das ist völlig unangebracht heute. Die Farben habe ich aber tatsächlich schon gekauft für die Ostereier, die bunt gefärbt werden müssen und morgen versteckt werden. Das ist ja immer so ein Suchen. Und ich habe heute auch im Schrank gesucht, die Winterklamotten nach links geschoben und dann auch dieses Hemd gefunden. Hast du das alte Bartik-Hemd wieder rausgeholt, ne? Genau, richtig. Das habe ich irgendwann mal im Kindergarten gelernt, habe überlegt, was mache ich heute, und das funktionierte wunderbar. Und das Schöne ist, wenn es wieder modern wird, Thomas hat es dann einfach auch schon, ne? Ja, aber wir haben ja noch ein paar Sendungen vor uns. Wer weiß, was das für eine Welle der E-Mails auslöst in diesen Tagen. Auf jeden Fall werden einige Prominente, mit denen ich auch wieder gesprochen habe, hier in meiner Lifestyle-Küche, der Gerres Lifestyle-Küche für Promis, ihre Kleidung anziehen, die sie für die Sommertage brauchen. Denn es wird morgen auch noch schön, heute ein toller Tag, blauer Himmel wieder über dem Ruhrgebiet. Und Biggie, ich will dir sagen, wir müssen doch noch ein bisschen durchhalten, was unsere Sendung betrifft, denn wir können noch keinen neuen Sender aufmachen und wir können auch noch kein großes Geld an die Charity überweisen. Oh, nö, ne?
Ja, denn wir haben ja, Jan, vielleicht hast du es mitbekommen, am vergangenen Mittwoch haben wir Lotto gespielt, Mittwochslotto. Wir haben diesen Lottoschein ausgefüllt, haben die ganzen beteiligten Prominenten gefragt, so was ihre Glückszahl ist. Heiko Wasser war zum Beispiel dabei, RTL-Kollege, der hat gesagt, 21 Rennen gab es im vergangenen Jahr, diesmal nicht so viel, ist aber meine Glückszahl. Biggie hat das Geburtsdatum ihrer Tochter, nein, das Alter ihrer Tochter benannt, nämlich 24. Aber ich muss euch sagen, wir haben null Treffer. Also mit dem Promi-Ding. Das lief ja nicht so gut. Das lief nicht wirklich ganz so gut. Aber es lief ja für viele Profisportler auch in den vergangenen Wochen überhaupt nicht gut. Wir haben schon über den Deutschlandachter gesprochen. Wir haben über die Ruderer gesprochen, die in Dortmund nicht auf dem Kanal trainieren können, sondern auf ihrem Balkon sitzen, mit einem Rudergerät aus dem Fitnessstudio sich da fit halten. Bei den ganz, ganz anders aus. Ihr müsst euch vorstellen, Schwimmer, die sind ja seit ihren frühesten Kindheitstagen trainiert. Und die haben ja diese Form, nicht? Breite Schulter, dann wird es nach unten eng. Und die Beine, die Oberschenkel, ja, da können wir uns hinter verstecken, lieber Jan, auch wenn wir ziemlich oft Sport machen. Bei Vigi ist das ja auch ab und zu, nicht? Also sie macht auch Sport. Aber mit dem Schwimmen, da haben die es nicht so, denn die brauchen das Wasser. Das ist so die Grundlage. Und in der Badewanne trainieren, das geht einfach nicht. Und jetzt gibt es vom Gesundheitsministerium, zumindest hier im Land Nordrhein-Westfalen, einen Erlass in der Corona-Krise, dass die Schwimmer wieder starten dürfen. Zum Beispiel in Essen-Rückenscheid gibt es einen Olympiastützpunkt und da gehen die jetzt wieder ins Becken, weil die trainieren ja 5, 6, 7 bis 10 Kilometer am Tag und geben da richtig Gas im Wasser. Und ich habe mit jemandem gesprochen, den Biggie auch gut kennt, aus vielen Veranstaltungen, Kollege Christian Keller. Christian Keller ist zweifacher Schwimmweltmeister. Er lebt in Essen, kennt den Olympiastützpunkt natürlich bestens. Und er ist zweimal Weltmeister geworden, zum Beispiel mit der Kurzbahn 200 Meter Lagen. Das war 1993, hat dann einen zweiten WM-Titel bekommen. Und er ist im richtigen Leben, also nach seiner Sportkarriere, auch Banker. Er arbeitet bei einer Privatbank und ja, ist da im Moment auch ans Homeoffice gekettet und kann auch nicht ins Schwimmbecken. Er ist zwar nicht mehr der Profisportler, aber er trainiert wie ein Profi. Jeden Morgen 6 Uhr ist Christian normalerweise im Becken. Und danach ab und zu noch mal ein bisschen Golf spielen, ein bisschen Banker sein und sich mit Kollegen unterhalten. Wenn man sich so mit Profisportlern unterhält, dann haben die ja auch nach ihrer steilen Karriere, wenn sie 4-mal an Weltmeisterschaften beziehungsweise öfter an Weltmeisterschaften oder 4-mal an Olympischen Spielen teilgenommen haben, haben die ja danach auch noch was anderes zu tun, nicht? Nämlich Geld zu verdienen. Christian ist Banker, aber er ist auch gleichzeitig ZDF-Kommentator für die großen internationalen Schwimm-Events. Und ich habe Christian auch gestern angerufen und er hat mir, wie so gerne und so oft unsere Prominenten, ein paar Infos gegeben, wie es denn im Moment bei ihm so aussieht. Hallo ihr Lieben, ich bin Christian Keller, Schwimmweltmeister aus Essen, der momentan auf dem Trockenen trainieren muss, denn kein Schwimmbad hat geöffnet. Viel Laufen, Radfahren, das was geht. Diese Woche banktechnisch im Homeoffice. Und ich hoffe, dass ihr auch zu Hause bleibt. Wir bleiben zu Hause, suchen jetzt die Eier im Garten und werden nicht rausgehen. In der Hoffnung, dass wir alle gesund und munter die schlimme Krise überwinden werden. Alles Liebe und Gute, euer Christian Keller. Ja, das war jetzt gerade nicht der ZDF-Kommentar. Wir suchen die Eier im Garten, wo wir da die sonst suchen. Ja. Du, es gibt auch Menschen, die haben keinen Garten und die verstecken die dann im Schrank unterm Bett für die Kinder oder für ihre Partner und Partnerin. Aber Christian scheint einen Garten zu haben, ob mit Swimmingpool oder nicht. Das weiß ich nicht. Ich frage ihn noch mal später. Es war ja aber auch so ein bisschen klischeehaft, ne? Der geht morgen schwimmen, dann geht er golfen und dann hast du gesagt, dann macht er ein bisschen Banker. Also, liebe Banker, an dieser Stelle, wir grüßen euch auch mal ganz herzlich. Das geht natürlich nicht bei euch allen so. Ich weiß das. Vor allen Dingen nicht bei den turbulenten Zeiten an der Börse. Ja, das ist so. Die Banker, die werden uns das jetzt verzeihen und Christian natürlich auch. Er weiß genau, wie ich das meine, denn Christian ist wirklich ein Vollblutprofi in allen seinen Facetten, die er als Sportler oder als Banker anbringt. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Ihr habt euch schon viel über Reisen unterhalten und ich muss sagen, so die Osterausflüge, man konnte ja heute Morgen auch im Internet und in den Zeitungen lesen, die Deutschen halten sich tatsächlich so an diese Regeln, die aufgestellt wurden. 1,50 Meter mindestens Abstand. In Dortmund, in den Phoenixsee, nur im Uhrzeigersinn gehen. Echt? Das ist gerade so. Nee, weil das ist für Köln. Köln tickt anders. Aber ich habe da jetzt für mich mein persönliches Patentrezept. Du kennst doch diese Walking Sticks, ne? Ja.
Die nehme ich jetzt quasi quer als Abstandshalter. Okay. Hast du schon jemanden, hast du schon jemanden verletzt damit? Umgenietet. Hört sich ziemlich heftig an. Ja, ich weiß nicht, wie es bei Jan mit Sport aussieht. Jan, wir sehen uns ja nicht ganz so oft. Wir wechseln uns ja mit einer Radiosendung ab. Ihr habt vorhin schon drüber gesprochen. Einmal Kunert will's wissen, einmal Gerris ist da. Und da geht es um deutsche Musik, um Schlagermusik, um Singer-Songwriter. Wie sieht es denn bei dir überhaupt aus mit dem Sport, Jan? Ja, ich habe es ja eben schon mal kurz erwähnt. Es ist sehr überschaubar. Ja, also ich habe auch ein bisschen zugelegt und ich muss jetzt was tun. Also mehr als Joggen. Ich habe gestern sogar mal drüber nachgedacht, auch schon mal mit meiner Lebensgefährtin gesprochen. Ich werde mir vielleicht jetzt mal wieder ein Fahrrad kaufen. Und man muss sich mal vorstellen, ich habe seit dem 16. Lebensjahr, ich bin jetzt 40, kein Fahrrad mehr gehabt. Nie wieder. Vielleicht kaufe ich mir jetzt mal ein Fahrrad. Wir haben so schöne Radwege hier. Bisschen raus, einfach an die frische Luft. Ne? Du, da haben wir beide etwas gemeinsam. Also da stößt du gerade so eine Garagentür auf, denn ich habe in der vergangenen Woche nach 30 Jahren endlich mal wieder ein Fahrrad in eBay-Kleinanzeigen geschossen. 50 Euro, so ein richtig tolles Bike. Also ich war ganz begeistert. Wollte eigentlich auch nicht mehr ausgeben und es hat funktioniert. Und jetzt geht's los, ins Osterwochenende sozusagen. Aber mit dem Sport, da bin ich noch nicht ganz zu Ende, denn Fußball-WG ist ja auch immer ein großes Thema. Vielleicht haben wir noch ein paar Minuten, dass ich mal so ein bisschen was dazu sagen kann, was der Stand der Bundesliga ist und wie sich die Schiedsrichter fühlen. Zwei Minuten. Zwei Minuten, wunderbar. Okay, und zwar Fußball. Es ist ja so beim Fußball, und da suche ich jetzt mal unseren nächsten Gast hier gerade raus, den Thorsten Kienhöfer ist FIFA-Schiedsrichter, war FIFA-Schiedsrichter. 1997 hat er in der zweiten Bundesliga angefangen, hat dann die erste Liga gemacht. Und man muss sich vorstellen, bis man FIFA-Schiedsrichter oder Bundesliga-Schiedsrichter überhaupt ist, da vergeht eine Zeit. 80.000 Konkurrenten in Deutschland und der Mann hat es tatsächlich geschafft, eben 2010 auch das DFB-Pokalfinale zu kommentieren. Und er wohnt in Herne, ist da auch wieder anders als Profis im richtigen Leben bei der Stadtverwaltung in Herne angestellt. Und Thorsten hat uns ein bisschen was erzählt zur Fußballlage und zu seiner Situation jetzt im Moment, wie er das sieht und was er meint, wann der Fußball wieder anfängt. Ja, lieber Thomas, die Corona-Krise hat mich natürlich auch in Herne ereilt, zum Glück nicht infiziert. Ich genieße jetzt nochmal die Terrasse, das schöne Wetter. Aber trotz allem fehlt mir natürlich der Fußball, mir fehlt das Golfspielen, mir fehlt selbst das Kartspielen mit meinen Skatkumpels. All das ist alles abgesagt und nun geht es konzentriert darauf, dass wir hoffentlich bald die schlimme Zeit verendet haben, überstanden haben. Und ich hoffe sehr, dass wir in naher Zukunft wieder in die Normalität zurückkommen. Was den Fußball anbetrifft, natürlich fehlt einem der Fußball, aber in der jetzigen Phase merken wir halt, denke ich mal, auch alle, dass es wichtiger ist als den Fußball. Und wir hoffen alle, dass all die, die krank sind, schnell gesund werden und dass, wie gesagt, die Normalität bald wieder bei uns ist. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, also so viel von Thorsten Kienhöfer. War ein bisschen leise, aber im Stadion ist es ja oftmals lauter. Da reden die Schiedsrichter ziemlich verhalten. Jetzt weiß ich auch, warum bei ihm immer die Karten so locker gesessen haben früher. Ne? Also wenn er live Skat spielen kann, ne, hat er... Jetzt wissen wir, es klärt sich alles auf irgendwie. Genau, stimmt. Ich habe noch was hier. Noch ein Ass gegen Ribéry und das ist das so. Vielleicht zum Abschluss noch, weil viele machen sich ja Gedanken darüber, was verdienen so Schiedsrichter, was kriegen die für ein Honorar? In der zweiten Liga 40.000 Euro pro Saison und in der ersten Liga 60.000 Euro. Dazu kommen dann auch noch Spesen, das heißt also Fahrtkosten, Übernachtungskosten, das wird alles übernommen. Also als Zweitjob, als Nebenjob, gar nicht übel, finde ich. Nö, aber ich meine, was hast du gesagt? In der ersten Liga, wie viel? 60.000. Also das ist aber gemessen an den Profifußballern aber wenig. Naja, gut, die Jungs da machen das am Wochenende. Die fahren freitagsabends in irgendeinem Spiel, in eine Spielstätte, zu einer Spielstätte. Von mir aus, so wie Thorsten Kienhöfer, wohnt in Herne, muss dann vielleicht nach München fliegen oder nach Wolfsburg fahren und ist dann um 17.30 Uhr im Grunde nach dem Duschen fertig am Samstag. Du bist jetzt auch fertig, lieber Thomas. Das war ein schönes Stichwort. Wie immer ganz, ganz herzlich bedankt. Ja, ganz herzlich. Und dir erstmal heute einen schönen Samstag. Verbring ihn schön. Putz wieder deine Küche, weil wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Also, tschüss, Thomas, schönes Wochenende auch. Schönes Wochenende. Sag mal, Jan, und wenn du das so hörst jetzt, ne, wie alle sportlich da so sind, ne? Ich sah dich vorhin so nachdenklich, jeder macht so irgendwas. Ja, ganz spannend, vielleicht bringen wir dich dann doch noch so irgendwie auf die richtige Sporttour. Ja,
Für 50 Euro ein Fahrrad würde ich auch nehmen. Ja, ja, ne? Ich suche noch ein E-Piano. Ich finde keins. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr zu Hause ein E-Piano habt, wir haben heute übrigens unsere Zuschauer auch ein bisschen, so, sonst haben wir immer E-Mails, das macht aber Hans alles, weil ich hier schon diese Medienorgel bediene. Ich habe gar nicht geguckt, ich musste mal gucken, wen wir denn alles so in den Live-Chats haben. Da gibt es wieder jede Menge Fragen und jede Menge irgendwas, was wir da reingeben können. So, da, die Frage nach deinem Alter haben wir ja schon beantwortet. Die hast du selber schon. Meine? Ja, das, die kam nämlich. Ich werde immer älter geschätzt. Ich bin auch mit 23 schon immer auf Mitte 30 geschätzt worden. War schlimm eigentlich. Eigentlich war es schlimm, traurig. Okay. Aber jetzt geht's, finde ich. Aber ich meine, das ist ja, naja, also ich bitte dich, gut aussehender Typ hier, jetzt stapel mal nicht tief, ja? Ja, danke, danke, Vicky. Sehr Dank. Freue ich mich. Also was gibt es denn bei euch so zu essen? Du grillst viel Thüringer Hausbratwurst, habe ich schon gehört. Natürlich. Ja. Aber ich esse auch sehr gerne Fisch. Ich habe auch Seehecht gekauft. Ich glaube, die gibt es morgen bei uns. Wow. Und ja, und ansonsten alles eigentlich. Thüringer Klöße. Wow. Das ist auch einmal mit Gulasch oder mit Roulade oder sowas Schönes. Und Rotkraut. Wow. Also aber gut. Du weißt, wo die Ansitzen sitzen. Ne? Die kann man sehen an den Hüften. Bing, bing. Die kann man sehen. Ja, genau, die heben sich da so hervor. Aber die sind halt legendär und einfach ein Muss. Gell? In Thüringen ist das ein Muss, Thüringer Klöße. Ich kenne Familien, da gibt es wirklich jeden Sonntag Thüringer Klöße mit einem Braten dazu. Also ich meine, Kamel, das ist ja auch was Leckeres, ja. Aber du weißt ja, dass Andrea Spatzek, die du auch kennst, ja, die kocht ja nun auch so leidenschaftlich gerne. Die hören wir jetzt mal kurz dazu, ne? Und dann hören wir mal, was die noch für einen Rezepttipp hat heute, oder? Die kocht immer irgendwas. Ich meine, sie hatte gestern irgendwas von Milchbrot gesagt. Meine ich zumindest. Wie das geht, weiß ich nicht. Aber das hört sich auf jeden Fall ganz lecker an. Hallo. Hallo. Na, guten Morgen. Na? Na. Guten Morgen. Was hast du denn heute für uns, liebe Andrea? Was ich für euch habe? Ich wollte jetzt schon das Rezept haben. Ja? Das geht ja schnell. Ich wollte eigentlich noch über Sport mit euch reden. Ich war zum Beispiel gestern Radfahren. Aber ich muss leider Gottes wirklich sagen, von wegen Abstand, du fährst auf einem Weg schön neben dem Rhein. Es gehen vor dir zwei Leute nebeneinander. Es kommt dir ein Bulk von Fahrradfahrern entgegen. Und du klingelst, um die vor dir Gehenden darauf aufmerksam zu machen, Leute, es wird zu eng. Was machen die? Die gehen einfach weiter. Warum bitte, wenn man schon klingelt und nochmal klingelt, warum gehen die dann nicht hintereinander kurz? Die können ja dann wieder nebeneinander gehen. Aber so. Die sind das nicht gewohnt. Die sind das nicht gewohnt. Ja, das ist einfach so. Das habe ich heute Morgen beim Walken auch gesehen. Also ich bin dann immer irgendwie in die Büsche, ja, weil ich dachte, nee, ich muss ja irgendwie Abstand wahren. Also, aber was möchtest du mit dem Fahrrad machen? Du kannst ja nicht in den Rhein runterfahren, um auszuweichen. Du hättest also zumindest mal eine geile Schlagzeile, ne, Jan? Ja, absolut. Ja, ich habe das ja mit meiner Freundin Marie-Louise gemacht. Vielleicht sieht man es. Wir waren am Rhein. Oh, Marie-Louise. Mutter Weimar mit dem Mundschutz. Ja, natürlich. Nein, also, okay. Heute gibt es, weil es ja gestern was Herzhaftes gegeben hat, gibt es heute was Süßes. Jetzt müssen wir den Jan fragen. Jan, stehst du auf süße Sachen oder nur herzhaft? Ja. Leider. Ich habe mir auch eben schon von Liz die Notiz gemacht mit diesem Bitterspray für die Zunge, weil ich liebe Schokolade und ich liebe Süßigkeiten. Total. Ja. Ja, ich bin als Österreicherin natürlich auch sehr viel Süßes gewohnt, viele Mehlspeisen. Und mein Papa, der hat zwei Dinge sehr gut gekonnt. Das eine war Milchbrot, das erkläre ich gleich, und das andere war Topfenstrudel. Also das durfte er dann immer machen und das war immer köstlich. Und jetzt sage ich euch das Rezept vom Milchbrot. Milchbrot, mehr oder weniger übersetzt Hefezopf. Ja? Mhm. Also 1 Kilogramm glattes Mehl. Jetzt ist natürlich immer die Frage, die Österreicher wissen genau, glattes Mehl, griffiges Mehl. Es gibt zwei Mehlsorten, also jetzt zwei hauptsächliche Mehlsorten, glattes, griffiges. Man möge bitte im Internet nachschauen, was das Pendant des glatten Mehls hier in Deutschland ist. Wahrscheinlich nicht diese 405, das ist mehr oder weniger das griffige Mehl, sondern es ist dann irgendeine andere Zahl, die dann draufsteht. Also glattes Mehl. Glattes Mehl. 100 Gramm Butter, ein bisschen gemischt mit Margarine, dann 40 Gramm Germ,
Germ ist gleich Hefe. Ja? Die Österreicher sagen Germ, das ist der Germstrudel. Oder, ja? Und die Deutschen sagen Hefe. 200 Gramm Staubzucker, sprich Puderzucker. Staubzucker, ja? Ist auch gut, oder? Ja, weil er so schön staubt, weil er eben nicht kristallklar ist und schwer, sondern so staubt. Das ist der Puderzucker. Dann 2 ganze Eier. Ein Dotter, wobei man das Eiweiß noch aufhebt, um später den Zopf zu bestreichen. Dann einen Teelöffel Salz, einen halben Liter Milch und 100 Gramm Rosinen. Und jetzt wird zuerst einmal das Dampfel gemacht. Dampfel, ich habe nachgeschaut, ist der Vorteig. Also das, was man immer macht mit der Hefe und mit Milch und mit Zucker. Du raschelst also gerade da an deiner Bluse. Ein Achtel Liter Milch. Dann etwas Zucker und die Germ, also die Hefe. Jetzt raschelst du, zusammen, ne? Hörst du es auch, Jan? Sie raschelt. Ja? Ich weiß nicht, was du da machst. Da raschelst du. Ich rede wahrscheinlich. Nee, du raschelst da mit dem Mikro. Halt das mal so, wie es jetzt ist. Nicht mehr bewegen, jetzt. Ich bewege mich nicht mehr. Okay. Nicht bewegen kann ich sehr gut, ja. Okay, also wird ein 8 Liter Milch wird genommen, also ein 16 Liter Milch. Ich habe umgerechnet ungefähr so 60 Milliliter Milch mit etwas Zucker und der Germ, also der Hefe, wird mal angesetzt, wobei man die Milch etwas vorwärmt, ja. Und dann fängt das Ganze an ein bisschen zu gehen und dann verspudelt man das und dann macht man den Teig und zwar in die vorgewärmte Milch, also den Rest der Milch, gibt man die Eier, dann lässt man die Butter oder Margarine zergehen, dass sie ein bisschen flüssiger wird, dann tut man das Mehl salzen, gibt das Dampfel, also diesen Vorteig, hinein in eine Grube, vermischt das Ganze, hebt dann noch die Milch mit den Eiern darunter, die Rosinen gibt man dazu, das Ganze schlägt man durch und dann kommt noch die warme Butter drüber oder drunter oder rein. Das Ganze wird vermischt und wird dann richtig schön geschlagen. Also früher hat man es wirklich so mit dem Kochlöffel stundenlang geschlagen, bis sich der Teig vom Löffel löst. So haben die ihre Aggressionen abgebaut, du. Du, das ist aber, du, da hast du aber dann wirklich ein Workout sondergleichen. Heutzutage macht es ja die Maschine, Gott sei Dank, hat man ja so eine Küchenmaschine. Das Ganze lässt man dann mit einem warmen Tuch bedeckt ungefähr so 1,5-2 Stunden stehen. Also bis das wirklich schön aufgegangen ist. Mein Papa hat es dann noch einmal geschlagen, noch einmal gehen lassen. Und dann hat er mit einem bemehlten Löffel 7 Teile raus, so quasi das geteilt in 7 Teile. 3 Teile hat er verwendet für den Zopf. Und 2 Teile hat er dann noch einmal so einfach, wie soll man sagen, verdreht und hat es dann um den Zopf noch rumgelegt. Jetzt höre ich Andrea nicht mehr. Höre ich euch noch alle oder höre ich keinen mehr? Ich höre sie. Ich höre die Andrea besser. Ja? Ich höre euch jetzt gerade nicht mehr. Ja, okay. Doch, jetzt höre ich dich wieder. Dann spreche ich mit Jan weiter. Okay. Ja, okay. Nee, das Ganze wird dann mit dem Eigelb übrig geblieben ist, also mit dem Eiweiß, eiklar, bestrichen, kommt dann in den Ofen bei mittlerer Hitze 1,5 Stunden backen und das, ja. Am Anfang habe ich gedacht, wow, mega lecker, aber dann bin ich raus. Rosinen. Ja, dann lass doch einfach die Rosinen weg. Die muss ich weglassen. Hey, Jan, das haben übrigens ganz viele Männer, die stehen nicht auf Rosinen. Ich weiß nicht, wie kommt das? Keine Ahnung, ich habe mal auf eine Rosine gebissen und das finde ich so, Entschuldigung, wenn ich das sage, so ekelhaft. Ja? Und mir könntest du richtig viel Geld auf den Tisch legen. Ich würde einfach definitiv keine Rosine essen. Kann ich nicht. So, wir bedanken uns jetzt erstmal bei Andrea für das Rezept. Ne? Dankeschön, lieber Andrea. Ja. Danke, Andrea. Bitteschön. Ja, ich stelle es dann auch noch ein, damit die Leute das nachlesen können, weil es war jetzt doch etwas kompakt. So machen wir es. Du raschelst irgendwie heute. Heute raschelst ja, du, tut mir leid. Du hast heute Gehalt. Ich habe heute Ei, jetzt wird es aber lauter. Also wir sagen schnell Tschüss und herzlichen Dank. Ja? Schnell Tschüss. Dankeschön, Andrea. Oh, ciao, tschüss. Jan. Du, Jan, jetzt kommt die Aufgabe an dich, ne? Ja. Wiederhol das Rezept. Ja, ja. Hab ich mir alles nicht. Ich habe so lange mitgeschrieben bis zu den Rosinen, dann war ich raus. Du, das wäre eine Testaufgabe des heutigen Tages gewesen. Jan Kunert wiederholt das Rezept, das Andrea Spatzek uns so freundlich erzählt hat. Du Jan, das war toll mit dir heute. Ich kann nur Dankeschön sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Tolle Sendung. Super, also mit dir hat es auch richtig Spaß gemacht. Ich muss sagen, wirklich klasse, herzlichen Dank. Wir sehen uns und hören uns dann am Freitag. Da darfst du nochmal Werbung machen. Freitag 19.15 Uhr gibt es die zweite Ausgabe der Sonnenklar TV Facebook-Show. Letzte Woche habe ich aus dem Wohnzimmer gesendet. Nächste Woche sende ich aber direkt aus unserem Studio und freue mich auf viele prominente Gäste in einem Talk, auch so knapp 60, 75 Minuten. Da hast du schon mal ein bisschen Ankündigung machen, wenn du möchtest. Wer ist alles da? Ich kann es ja leider noch nicht. Offiziell kann ich schon bestätigen, Annemarie Eilfeld wird dabei sein, die Faros werden dabei sein, Birgit Lechtermann wird dabei sein. Dann werden wir Randolph Rose dabei haben. Also das wird ein bunter Mix. 10 Prominente und dazu natürlich die Gesichter von Sonnenklar TV, live zugeschaltet, Mary Ameri, Goofy, Förster und Dirk Löbling. Toll. Hör mal Jan, also ich sage nur, danke, dass du heute gesagt hast, ich springe ein. War mir eine große Freude. Du bist herzlich jederzeit wieder eingeladen. Jan Kunert, vielen Dank. Und wir sehen uns morgen wieder. Und bis dahin wünschen wir einen schönen Samstag. Tschüssi. Tschüss.